Willkommen zu das Spiel The Room 2. Ich hatte schon den ersten Teil gespielt und fand ich sehr geil. Also, man muss ja echt sein scheiß Gehirn anstrengen, Alter, um da überhaupt weiterzukommen. Also das ist wie so eine Art Safe, und den müsst ihr versuchen halt zu knacken. So. The Room 2. So, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Tutorial. Klicke, um zu beginnen. Machen wir. Tutorial. Klicke und ziehe die Maus um dich herum. Okay. Doppelklicke auf die Notiz, um heranzuzoomen. Wenn meine Berechnungen stimmen, müsstest du hier herauskommen. Willkommen, mein Freund, es gibt viel mitzuteilen. Sehend bist du noch nicht, doch ich habe dir etwas hinterlassen, das dich sehend macht, auf das dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss in diesen Raum verbergen und es deiner Schleier überlassen, es zu finden. Ich bin der einzige Geist an diesen Orte. Okay. Die Linse ist kaputt. Okay. Zoome weiter heraus, um den Rest des Raums anzusehen. Okay. Den anderen Tisch. Doppelklick auf die runde Kiste. Na, sag mal. Ah, sehr schön. Na gut, die kriegen wir hier noch hin. Das ist noch recht easy. Na, kommst du wohl raus? Eine seltsame Linse. Diese Linse scheint in das Okular zu passen. Sehr schön. Manchmal lassen sich mit den Okular Dinge sehen, die sonst verborgen sind. Klicke auf den Fingerabdruck. Erkunde den Raum. Oktober 1883. Ich muss gar nicht mehr sagen, als dass ich das Vertrauen meiner Kollegen in sie nicht teile. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen Mann derart niedriger Herkunft und derart geringer Rangs wie sie niemals einstellen. Es lässt mich erschaudern, dass wir einen Grabräuber bei uns aufgenommen haben. Doch wie Mr. de Montfaucon zu sagen pflegt, in der Not frisst der Teufel fliegen. Es obliegt nun also mir, sie bezüglich ihrer scheußlichen Aufgabe zu unterrichten. Wie Sie sicher wissen, werden Sie bei Ihrer Rückkehr nur dann entlohnt, wenn sie das Artefakt haben.
Sollten Sie abseitige Gedanken entwickeln, darf ich Sie daran erinnern, dass das Artefakt zwar von enormer Wert ist, aber das auch nur für eine Handvoll Wissenschaftler. Für die Augen oder Hände ungebildeter Herren, wie sie es ist, nicht vorgesehen. Ich muss bedingungslos darauf bestehen, dass Sie jegliche Manipulation an dem Objekt unterlassen. Andernfalls könnte sie ihre größte Gefahr geraten. Es handelt sich um ein äußerst mächtiges Instrument, das von einem niederen Geist in Ruhe gelassen werden muss. Boah, Mann. Ah, was haben wir denn hier? Ein Stück geformtes Metall. Sehr schön. So, Mann. So, dann wollen wir mal weiter. Nein, was haben wir denn da? SESWN. SESWN. Ah, guck mal hier, ich komme auch dir. Genau. Na, komm her. Okay. Na, wie gesagt, die kriegen wir hier noch hin. Ein merkwürdiges Messingkugel. Das müsste irgendwo passen. Ja, ich weiß auch schon genau wo. Genau. Oh, was war das? S E S E N. Genau. Ey, Mitterjunge. Sieht interessant aus, das sollte ich mir genauer ansehen. Anschauen. Obwohl etwas zu dieser Form passt. Ja, da kann nur der andere Tisch sein. Weil da waren welche Formen genau. Ah. Ah, okay, verstehe. Sehr schön, sehr schön. Na, ist ja geil. Was ist das hier? Ist das Blut, Alter? Sieht so aus, wa? Oh, was geil,
Ja, kenne ich das ja aus den ersten. Den ersten Teilen. Auch so eine Scheiße. Ah, guck mal da. Sehr geil. Kapitel abgeschlossen. Du bist geistig und körperlich unbeschadet aus der Gruft entkommen. Doch ich fürchte, deine Prüfungen haben gerade erst begonnen. Ja, klingt schon mal sehr geil. Naja, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Also haut da rein. Bis dann bei The Room 2.